Wie rassistisch sind Jugos eigentlich? Eine Frage, die es in meinen Augen nicht geben darf. Nicht, weil es Rassismus am Balkan nicht gibt oder in der Community in Österreich. Vielmehr, weil wir und unsere Vorfahren ganz genau wissen, wie es ist, wenn man aus einem Land flüchten muss. Mein heutiger Gast bezeichnet sich selbst als Jugoslawiner. Er hat sich für die Flucht nach vorne entschieden. Ich war ein kleines Jugo-Wiener-Tschuschenkind in Wien. Einerseits reproduzieren wir viel Rassismus und andererseits sind wir das offenste Herz der Welt. Was mich wütend macht, ist, dass die Community hier sich an den Rassismus lehnt und diese Karte des besseren Ausländers dankend angenommen hat. Meine Geschichte ist die Geschichte eines Jugoslawiners. Kid Pax, Petar, herzlich willkommen. Danke, Hallo. Dass du Zeit gefunden hast, zu mir in die Sendung zu kommen. Du bist viel unterwegs, bist Rapper, hast jetzt auch wieder ein Album veröffentlicht, aber vor allem ist dein größtes Projekt aktuell und das seit vielen Jahren die SOS Balkan-Route. Wie ist die Situation gerade am Balkan? Wie ist die Situation am Balkan? Ja, eigentlich im Grunde unverändert, wenn es um das Fundamentale, um das System an sich geht, was da gegenüber geflüchteten Menschen passiert. Also leider kann ich jetzt nicht berichten, dass sich großartig was ändert. Also die Situation ist nicht sonderlich gut und wir versuchen da die Menschlichkeit am Leben zu erhalten mit unterschiedlichen Sachen. Einerseits mit akuter Notversorgung im Grenzgebiet, mit Tageszentren, mit Rechtsberatung, mit Projekten wie Fußball spielen, gemeinsam mit Fairplay etc. Wir versuchen da ein bisschen die Menschlichkeit hochzuholen in diesem Sumpf von Unmenschlichkeit, Rassismus und einer schlechten, menschenverachtenden Asylpolitik. Dazu kommen wir gleich, aber zuerst nochmal zu dir. Ich meine, du bezeichnest dich oft medial auch als Tschuschen-Rapper, Lieblingskind der österreichischen Rechten, Kid Pax oder einfach Flüchtlingshelfer. Welche Bezeichnung wäre dir am liebsten? Ich habe gar keine Lieblingsbezeichnung. Ich glaube, das, was in den letzten Jahren irgendwie hochkommen ist, dass mich die Leute mehr Perro als Kid Pax nennen. Mhm. Einfach mein Spitzname ist auf einmal hochgekommen in diesen humanitären Aktionen, weil alle Bossen jetzt zu mir sagen Perro, Perro. Und die haben das durchgesetzt, dass ich jetzt fast Perro häufiger als Kid Pax vorkommt. Aber ich habe viele Bezeichnungen für mich. Ich vereine auch vieles, glaube ich, als Person in mir und in meinem sozialen Umfeld. Insofern, ich habe da keine Präferenz. Aber gerade wenn es um den Hip-Hop geht, hast du dir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in der Szene in Österreich oder vor allem in Wien einen großen Namen eben als Kid Pax gemacht. Warum Hip-Hop? Warum Hip-Hop? Ich war ein kleines Jugo-Wiener-Tschuschenkind in Wien und ich war auf einer Identitätssuche, wie viele von uns damals. Also einerseits war ich unten plötzlich der Schwabo, sozusagen, nach der Flucht nach hierher. Und andererseits habe ich mich hier nie als vollwertiges Mitglied gefühlt dieser Gesellschaft und auch nicht in der Schule. Apropos Jugos, mein Lehrer hat mir gesagt, das kannst du bei deinen Jugos machen. Ja? Also ich habe diesen antislawischen Rassismus in den 90ern noch viel mitbekommen, der fast jetzt ein bisschen verschwunden ist, aber noch immer da ist. Und da habe ich plötzlich gesehen, dass Leute in Berlin, in Deutschland irgendwie Ausländerkids Mikrofone übernehmen, die Hip-Hop-Kultur für sich besetzt haben. Also Ende der 90er, Anfang der 2000 als Hip-Hop, als aus dieser bildungsbürgerlichen Schicht, die ja zuerst, es war ja ein englischsprachiges hergekommen, das heißt Leute, die ihn gehört haben, waren meistens gebildet am Anfang. Mhm. Und plötzlich hat ihn die Unterschicht, die Ausländer, die Minderheiten entdeckt und besetzt und das hat mich fasziniert. Und deswegen ist Hip-Hop dann auch meine Heimat geworden und die ganze Kultur, dieses einfache, nur ein Mikrofon, zwei Turntables und los geht's, ohne große Instrumentengala. Insofern, Hip-Hop hat mir so eine Identität Halt gegeben. Die Menschen, die mir hier gegenüber sitzen in der Sendung, haben auch eine ganz besondere Geschichte, die sie da quasi mit sich schleppen. Was ist deine Geschichte? Was ist Peros Geschichte? Ja, ich glaube, es sind viele, viele Geschichten. Ja. Eine Geschichte habe ich jetzt mal angeschnitten, das mit diesem Verlorensein, auch als Jugendlicher in Wien, in einer Kultur. Du musst dir vorstellen, meine Eltern sind zuerst nach, wo der Kroatienkrieg losgegangen ist, sind zuerst nach Italien, nach Mailand. Und da war ich in Mailand. Und Mailand hat so von der Lautstärke der Kinder und von der Mentalität, das hat passt. Ich habe mich natürlich vermisst, meine Freunde als Kleinkind und das ganze Umfeld in Kroatien, in dem ich bis zu dem Zeitpunkt aufgewachsen bin. Aber ich habe mich dort wohl gefühlt. Das waren diese lauten Geburtstage, dieses italienische Bam, Bam, Bam. Und hier bist herkommen. Und dann haben mich meine Eltern in eine katholische Schule gesteckt. In eine katholische Volksschule, Gebrüder Langgasse war das. Damals auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass ich jetzt nicht zu viel, das war eine heikle Zeit, dass ich nicht zu viel mit Serben und mit Bosniern
Kontakt habe. Und das war dann schon ein Kulturschock, ein Mentalitätsschock. Auf einmal war alles so still, alle Mucksmäuschen still. Als Achtjähriger? Genau. Das war halt nicht leicht für mich. Aber letztendlich durch Wien oder durch die Zeit habe ich eben viel abgehangen mit Serben, Bosnien in Parks hier und diese ganze Jugokultur hier aufgefangen. Und deswegen auch Jugoslawiner. Ja, meine Geschichte ist die Geschichte eines Jugoslawiners. Und wann war dann der Augenblick und der Moment, wo du sagst oder wo du das Gefühl gehabt hast, hier bin ich jetzt zu Hause? Oder hast du dieses Gefühl überhaupt? Habe ich schon. Ich bin jetzt mittlerweile Wiener. Bist du angekommen? Ich bin angekommen, ja. Aber nur in Wien, nicht woanders. ja, nein, ich habe dann, man muss sich ja mal einlassen und eine Zeit, also das macht dann die Zeit auch, ja. Die Wiener sind vielleicht an der Oberfläche so ein bisschen, vielleicht nicht so einladend wie eine bosnische Hochzeit oder so. Aber wenn man die Menschen hier fühlt und die Mentalität versteht und so, dann ist das schon etwas, hat Wien was Besonderes. Aber deine ganzen Eindrücke verarbeitest du ja auch in deinen Rap-Texten, ne? Auf wem schlägst du da am liebsten hin? Auf die Rechten und auf die Politik und auf die ganzen Tabloide und auf die ganze, diesen gesellschaftlichen Trend, in den unsere Gesellschaft geht, diesen Trend der Verrohung, der Hass, der Sprache des Hasses und so. Man braucht sich nur die Kommentare unter den Artikeln anschauen. Das verurteile ich am meisten und vor allem verurteile ich all jene, die irgendwo reich im 19. oder wo auch immer sitzen und bequem von zu Hause auf irgendein Let's Screen oder was auch immer schauen und dann über andere Kleine bestimmen und sie mit Rassismus, mit diesem Hass füttern. Mhm. Aber ist das, findest du, nur in Österreich so? Das ist nicht nur in Österreich so, leider. Wenn es nur in Österreich wäre, wären wir alle ausgewandert, hätten wir kein Problem. Mhm. Aber das ist ja auch genauso in Kroatien, in Polen, in Ungarn. Ja. Und andererseits zeigt sich jetzt auch anhand der Asylpolitik, dass sich Österreich sehr stark Richtung Ungarn, Richtung Serbien orientiert. Und das finde ich halt traurig. Ja. Das ist aus der Perspektive hier, die wir haben, aus den Möglichkeiten, aus allem, was uns da zur Verfügung steht, an Kultur, an Welt, an geistigem Reichtum, schließen wir dann Deals mit Orban und mit Vucic, sechs Hände gegen die illegale Migration und so, als Beispiel, ja, was mich traurig macht und wütend macht. Ja. Um nochmal auf die Frage von zu Beginn einzugehen, wie rassistisch sind wir Jugos? Ich glaube leider sehr rassistisch. Das glaube ich schon, leider, dass wir sehr rassistisch sind. Einerseits schon reproduzieren wir viel Rassismus und andererseits sind wir das offenste Herz der Welt. Weißt du, was ich meine? Das ist das, was ich merke, auch in Bosnien, auch bei Menschen. Da habe ich viele einfache Bevölkerung gesehen. Du warst ja auch einmal mit uns. Und da siehst du, dass die Menschen am Ende das Herz doch gesiegt hat, ja, und dass die Leute, keine Ahnung, das Wasser bringen in fucking Bosnien, diesem Auswanderungsland, diesem armen Land, gehen die Leute, die nichts haben, gehen und helfen. Und andererseits würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass jetzt alle dort rassismusfrei sind. Und was mich wütend macht, ist, dass die Community hier dann mit ihrer Geschichte sich an den Rassismus lehnt und diese Karte des besseren Ausländers dankend angenommen hat und die uns Hatze Strache damals angeboten hat. Und das macht mich extrem traurig, dass wir darauf eingestiegen sind, um andere, die aus den gleichen Motiven, denkt man nur an die Gastarbeitergeneration, wenn wir jetzt sagen, jemand aus Marokko wünscht sich ein besseres Leben, ja, weil er dort der König alles ausraubt, weil die dort keine Jobs haben, dann ist das die gleiche Motivation, die unsere Vorfahren hatten von der Gastarbeitergeneration. Wir sind alle Migranten. Und das ist das, was wir einsehen müssen. Und dass die Jugos das jetzt hier leugnen und sich als irgendwelche besseren Österreicher verkaufen wollen, ist halt absurd. Na, ich führe halt auch in meinem Umfeld leider sehr viele Diskussionen auch in die Richtung. Gerade wenn es dann um die Flüchtlingswellen angefangen von 2015, 16 geht, wo dann quasi natürlich der Blick sehr kritisch war. Natürlich. Ich meine, da kommen jetzt einfach hunderttausende Menschen durch Österreich, nach Österreich. Dass man da Angst hat oder, sage ich jetzt mal, Respekt davor, ist verständlich. Aber dass dann gerade die Menschen, die das alles durchmachen mussten schon einmal, die größten Kritiker sind, das finde ich wirklich schockierend. Ja. Du bist Mitbegründer der NGO SOS Balkanroute. Du und dein Team setzt euch wirklich schon seit Jahren für die Rechte der Flüchtlinge, gerade auch in Bosnien, in Bihać und Co. ein. Und ich habe euch ja vor, ich glaube, mittlerweile 3 oder 4 Jahren für Puls 4 mit der Kamera unten begleitet. Und
ich bin schon Jahre in diesem Job und in der Medienwelt und ich bin, glaube ich, würde ich mich trauen zu sagen, relativ abgebrüht, was Bilder, was heftige Bilder angeht. Aber wenn man das dann wirklich vor Ort unten miterlebt, das ist eine komplett andere Ebene. Das ist komplett ein anderes Gefühl. Und umso faszinierender fand ich, wie viele Menschen da wirklich auch Österreicher, also richtige Österreicher da unten waren und sich ehrenamtlich engagieren für die Rechte von Menschen, die Flucht und Zuflucht suchen. Was hat sich seitdem getan? Man liest ja immer noch medial, dass das unmenschliche Zustände sind, dass da Haftanstalten in Haftanstalten eigentlich gebaut wurden. Du und die NGO habt ja auch Klagen quasi am Hals, weil ihr kreditschädigende Aussagen getroffen habt. Ich meine, die Klage ist absurd. Das ist absurd. Das ist, also wir haben ja alles aufgetischt und es liegt alles auf dem Tisch. Das ist ja nicht nur der Peter Rosandic oder die SOS Balkanroute hat das. Nein, das hat eine grüne Nationalratsabgeordnete, hat eine Fact-Finding-Mission gemacht. Sie ist hingegangen zu dem Bürgermeister, zu dem kantonalen Premierminister, mit dem Menschenrechtsminister. Allesamt haben ihr gesagt, das hat keine Rechtsgrundlage, das hat keine Baugenehmigung. Das ist einfach hinterrücks geplant worden und mitten in ein Camp errichtet worden, das eh schon im Nirgendwo ist, 27 Kilometer, keine Infrastruktur im Wald, nichts dort, ein Minenfeld daneben. Und dann baut man noch ein Gefängnis rein. Es ist nicht schlimm genug, dass das überhaupt dort ein Camp ist, in diesem Nirgendwo, was man Menschen so isoliert, sie konzentriert. Nein, man baut noch ein Gefängnis rein. Und da sind ja Familien- und Kindereinheiten auch. Das heißt, in Zukunft werden Kinder vor dem Gefängnis vom Herrn Spindelegger, Ziehvater von Sebastian Kurz, spielen und dann auf einen 6 Meter hohen Zaun noch schauen. Noch größer der Zaun als das Zaun vom Lager, welches eh schon von vielen wegen der Gefängnisästhetik als Gefängnis wahrgenommen wurde. Mhm. Ich war mit Horst Alitsch unter anderem 30 Jahre Grazia Comini Justizwachebeamter. Ja? Der ist seit 30 Jahren arbeitet er im Häfen. Der hat gesagt, das ist wie bei mir in der Arbeit. Ja? Und wir haben Leute von der Erzdiözese Wien mitgenommen, die auch einen Bericht geschrieben haben in diese Richtung und so weiter. Insofern, die werden das nicht halten können vor Gericht und vielleicht ist dieser Prozess auch eine Chance, auch natürlich, wenn dieser Prozess ein einziges Ziel hat, uns mundtot zu machen, uns finanziell zu ruinieren. Es reicht nicht, die NGO zu klagen, sondern man muss noch auf mich persönlich losgehen. Und natürlich will man uns zermürben. Ne? Also das ist ja jetzt ein jahrelanges Verfahren. Was natürlich, das dauert jetzt an, ja. Genau, das ist ja diese Slap-Klagen. Und dann sagt man noch in der Aussendung, sagt dieses ÖVP-nahe Institut ICMPD, sie würden uns nicht irgendwie finanziell schaden wollen, nimmt aber gleichzeitig die höchste Bemessungsgrundlage. Dann haben sie behauptet, sie seien nicht ÖVP-nahe. Der Vorsitzende Michael Spindelegger, Pressesprecher, ÖVP-Kader und der Anwalt, der die Klage eingereicht hat, ist der Anwalt von Sebastian Kurz, Herr Suppan. Also das ist, mehr ÖVP geht gar nicht. Aber was ist denn da dran, dass das Institut zuerst mal geleugnet hat, dass Michael Spindelegger da überhaupt seine Finger im Spiel hat? Ich glaube, das sagt eh schon alles. Also stimmt das wirklich? Die haben es zuerst geleugnet. Wirklich? Ja, die haben es zuerst geleugnet und haben gesagt, sie haben nichts damit zu tun. EICPMPD weist Vorwürfe zurück, ihr könnt es finden auf allen Medien. Und dann mussten sie, dann haben wir, ich habe mir gedacht, was ist da los? Jeder sagt uns, sie waren es, dies, das. Es steht in allen Papieren. Und ich habe mir gedacht, wie können die das jetzt dementieren? Wie geht das überhaupt, dass man etwas so dementiert? Man errichtet ein Gefängnis und dann dementiert man. Ja? Und dann habe ich eben mir diese ganzen Schriftstücke rausgenommen, wo sie klar von Sicherheitsministerium, Bürgermeister etc. benannt sind als Errichter und habe das veröffentlicht. Und am nächsten Tag musste der Michael Spindelegger in der ZIP zugeben und sagen, wir sind die Errichter dieses einzig gesicherten, ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, aber das wird man dann in gerichtlichen Dokumenten in hunderten Seiten noch lesen können. Wenn es sein muss, schreibe ich auch noch ein Buch drüber, weil das gehört mittlerweile verschriftlicht, was da für Schweinereien mit österreichischen Steuergeldern, mit EU-Steuergeldern gemacht werden. Aber ich meine, du hast jetzt Klagen am Hals. Du bekommst natürlich auch das Dankeschön auch von den Menschen, denen du dir hilfst. Aber woher nimmst du dir deine ganze Energie? Ich meine, du bist ja nicht hauptberuflich Flüchtlingshelfer. Du hast ja dein Leben, du hast ja quasi auch deine Standbeine. Woher deine ganze Kraft da, Millionen Mal schon mittlerweile rauf und runter zu fahren, Spenden zu organisieren, Spenden zu liefern? Die Menschen geben die Kraft. Ich habe oft darüber nachgedacht, was treibt mich an, aber es sind immer wieder Menschen, Menschen, so wie die Mama Semira, die du unter anderem kennengelernt hast, eine charismatische muslimische Frau, die jeden Tag rausgeht, fährt und den Leuten bringt und das seit Jahren und sich nicht zermürben lässt. Natürlich, die Leute müssen Pause machen, ich muss auch in Psychotherapie, in Supervision gehen.
damit alles das zu verarbeiten. Aber es sind letztendlich die Menschen und das, was die Menschen zustande bringen. Und das zu sehen, einerseits fahren die auf mit Spezialpolizei, mit Gefängnissen, mit Zäunen, mit Stacheldraht und Border Management. Und andererseits gibt es diese einfachen Leute, die da sitzen und sagen, hey, nein, ich will das, ich kann nicht zuschauen, ich helfe einfach. Und, und dann noch in Bosnien, wo die Möglichkeiten, Leute eh schon nichts haben. Ja, und das ist eben das, was ich mir denke, wenn die in Bosnien das machen können, dann kann ich hier von Wien, wo ich alles habe, sozusagen all den Wohlstand, mir sehr wohl die Zeit nehmen und etwas tun. Und sei es nur einmal die Woche, natürlich, ich bin jetzt ein abschreckendes Beispiel, so ein bisschen zu fanatisch vielleicht. Und manchmal gehe ich auch über meine Grenzen und das ist immer wieder ein Lernen, ja, und immer wieder Supervision, immer wieder sich zurückholen, auch am Boden der Realität, dass man nicht allmächtig ist und dass man nicht alles beeinflussen, ausbessern kann. Aber das sind die Leute, die mich antreiben, die ganz einfachen Leute, also nicht die Herrschaften in Sarko. Natürlich trifft man sich mit Politikern, natürlich informiert man sich. Aber für mich ist das alles eine surreale Welt, muss ich sagen, mittlerweile. Auch wenn ich hier in Wien Politikerinnen oder so treffe. Es gibt schon coole Leute, es gibt schon Leute, die beißen, die kämpfen und die tun das Richtige. Aber für mich ist das alles surreal hier. Du sagst, du bist in Therapie mittlerweile. Ist das für dich das Erlebte, was du seit deiner Flüchtlingshelferzeit erlebt hast, heftiger als deine eigene Flucht? Es ist beides heftig und es hängt beides zusammen. Ja. Meine Flucht war im Vergleich eine angenehme Flucht. Ja. Wir sind ja, also die ganzen Leute, die hier aufgefangen wurden, die wurden ja menschenwürdig empfangen und man ist auf Empathie gestoßen. Und die Flucht der Menschen heute ist, dass sie, wie mein Freund Ibrahim, FIFA-Schiedsrichter in Klagenfurt, gerade im Dublin-Prozess, 51 Mal mit Gewalt zurückgepusht worden von der kroatischen Grenzpolizei. Und mich macht das traurig in erster Linie, weil ich weiß, dass wir nicht, das ist das, was du gesagt hast vorher, sind wir Jugos rassistisch. 2015 waren wir es nicht. 2015 hat die kroatische Polizei Wasser an die Leute verteilt, hat ihnen geholfen. Da war sie halt auch noch nicht in der Europäischen Union. Richtig, 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 das stimmt auch. Hängt auch damit zusammen. Oder die Serbische hat mit den Kindern gespielt und wir haben uns menschlich verhalten. Und durch den Einfluss von außen, durch die Befehle, die aus Brüssel, aus Wien, aus Bern, von woanders kommen, wird da eine Dehumanisierung importiert. Und die dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Deswegen fahre ich auch runter, damit wir diese Menschlichkeit am Leben halten, die wir in uns tragen, auch als Jugos oder Bosniaken, Serben, Montenegriner. Wie ich sage immer, vor dem Krieg konnte ich eine Sprache, nach dem Krieg kann ich 8 oder so. Ja, genau. Da gibt es genau 8 verschiedene Sprachen, 8 verschiedene Länder. Ja, lernt man das Leben in Österreich durch Erfahrungen, die du machst in Bosnien, mehr zu schätzen? Ja. Von den Standards? Ja, naja, von den Standards auf jeden Fall. Ja. Die Leute sind sich nicht bewusst, was sie eigentlich da haben. Ja. Wir haben eigentlich zu viel hier. Zu viel, meiner Meinung nach, haben wir. Und die Leute sitzen auf so einem hohen Ross. Das ist erschreckend, ja. Also wenn ich denke, diese ganzen reichen Familien, Benko, Mateschitz, Swarovski, was weiß ich, was da alles gibt. Ich denke, diese Welt ist nicht gerecht, auf jeden Fall. Wir können ein bisschen abgeben, ja. Wir können jetzt mal halt weniger, ein Big Mac weniger oder was auch immer. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Und geben es jemand anderen. Wie lange, glaubst du, wird uns noch diese Balkanroute medial beschäftigen? Ich glaube, lange Zeit. Und das Thema wird uns beschäftigen. Weil erst wenn die Klimaflüchtlinge losgehen, wenn das mal losgeht, auch dann wird das nicht mehr um ein paar tausend Menschen gehen, die man da bewusst hängen lässt, sie bewusst ins Elend verdonnert, obwohl es nicht so viele sind, sondern da wird es halt um Millionen gehen und dann werden diese ganze Abschreckungspolitik, die jetzt aufgebaut wird mit Zäunen, mit Equipment, mit Gerüst, keine Ahnung, die wird dann noch mehr zum Vorschein kommen und ich fürchte, das wird auch irgendwann in einem Blutvergießen enden, wenn wir so weitermachen. Peter, danke dir fürs Kommen. Es war extrem spannend und schön, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir über wirklich diese wichtigen Dinge zu sprechen, die uns vielleicht auch im Alltag hier in Österreich oder allgemein auch in Wien gar nicht bewusst sind. Also, dass es uns dann doch hier wirklich relativ gut geht im Vergleich zu den Menschen, die Flucht suchen, aber Flucht vielleicht nicht gleich finden. Sondern das ist ein langer Prozess, bis sie quasi dort sind, wo sie sein wollen. Ja. Und an uns liegt es, glaube ich, das auch zu ändern. Auch. Also um auch aufzuschreien und zu sagen, auch diese Menschen haben Rechte. Richtig, ja. Oder schrittweise zu ändern. Ja. Klein, 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 klein. Immer Beispiele geben, ja. Und Lichtprojekte.
realisieren und zeigen, was möglich ist mit wenig. Danke dir für die Einladung, Hvala tebi, und wir sehen uns hoffentlich immer wieder bei Jugos.